ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Die Vergo dockt nach einer langen Reise an die Raumstation an. Vivian und ihre Crew sind, nachdem sie bei Tilly waren, noch zu Mama Wong geflogen, um ihre Schulden bei ihr ebenfalls zu begleichen. Nachdem sie mit Mama Wong im Reinen waren, ging es zurück zur Raumbasis. Müde von der Reise begibt sich jeder in sein Quartier. Als Vivian ihr Quartier betritt, wartet dort bereits der Auftraggeber. Miss Vergo, Sie haben die einmalige Chance, Ihren Frachter mit militärischer Technik aufrüsten zu lassen. Dazu müssen Sie allerdings den Kommandeur der Raumbasis Sur vor einem Attentat bewahren, das in 7000 Parsec passieren wird. Achten Sie auf die Schuhe von 3 Rumtreibern, diese Vagabunden sind Assassine. Natürlich, wenn ich ihn fragen will, wer die Täter sind, ist er weg. Wenige Parsec später im Quartier von Jackson. Den Frachter mit militärischer Technik der Sur aufrüsten, das klingt gut. Lass unsere Pilotin schlafen. Ausgeruht ist Sish unschlagbar. Außerdem sind wir mit den Artefakten in wenigen Parsec bei der Raumbasis Sur. Vivian ging zurück in ihr Quartier, konnte aber nicht wieder einschlafen. In ihren Gedanken kreiste ständig die Frage, warum der Auftraggeber unbedingt wollte, dass die Vergo mit militärischer Technik aufgerüstet werden sollte. Bestand ihr ein Kampf bevor? Wenn ja, wie würde er ausgehen, wenn Vivian diese Militärtechnik nicht bekommen würde? Guten Morgen. Guten Morgen, Captain. Guten Morgen, Captain. Guten Morgen, Vivian. Ich nehme an, dass du nicht geschlafen hast. Woher? Ach, egal. Welcher Kurs, Captain? Raumbasis Sur. Wir müssen dort in 3500 Parsec den Commander der Basis beschützen. Captain, warum tun wir das? Damit wir ein Update für die Vergo bekommen. Mit Technik der Sur? Ja, Sish, du hast es erfasst. Wow. Deren Antriebe sind ein Hammer. Standardmäßig haben sie Hyperdrive 4. Selbst wenn das Artefakt nicht funktioniert, sind wir dann immer schneller. Fremdes Schiff, was ist Ihr Anliegen? Wir sind zum Aufnehmen von Handelswaren hier. Ich weise Ihnen Andockbucht ETA 791 zu. Der Planet Sur war der einzige Planet, der von den Lorianern nicht annektiert werden konnte. Die Sur sind ein stolzes und unbeugsames Volk. In ihrer Gesellschaft ist Ehre und ein untadeliger Ruf mehr wert als Gold. Die Raumbasis Sur ist 4-mal größer als die Handelsbasis Ferros und schwerer bewaffnet als ein Raumkreuzer der Sur. Wie viele Personen ersuchen, die Station zu betreten? Vivian Vergo, Eigner des Frachters Vergo DX773 und meine rechte Hand Hunter Jackson, Delta Sigma 4669. Genehmigung erteilt. Captain, wie verhalten wir uns, wenn jemand ins Schiff will? Gebt einen stummen Alarm, einer von uns beiden kommt dann. In Ordnung. Ihren Namen. Vivian Vergo, Eigner des Frachters Vergo DX773. Vivian Vergo, Eigner des Frachters. Vergo DX773. Angaben sind korrekt. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Erwerb von Handelswaren. In Ordnung, Sie dürfen die Station betreten. Der Nächste, Ihren Namen. Jackson Delta Sigma 4669. Jackson Delta Sigma 4669. Die Angaben sind korrekt. Was ist der Grund Ihres Besuchs?
Der Schutz von Vivian Virgo. In Ordnung, Sie dürfen die Station betreten. Eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle: Wie finden wir die drei? Hier sind ja gefühlt 1 Million Wesen. Vivian, mit deiner gefühlten Schätzung dürftest du sogar hinkommen. Wir wissen, dass sie militärische Schuhe tragen, also sollten wir das auch nutzen. Wir müssen näher an den Stationsleiter herankommen. Dazu haben wir aber nur noch knapp 1 Tag Zeit. Du hast dich doch eintragen lassen, weil du Handelsware suchst. Wie wäre es, wenn du sogenannte Jagdgewehre kaufen willst? Du nennst sie Jagdgewehr, er nennt sie Scharfschützengewehre. Dann brauche ich eine Genehmigung vom Stationsleiter. Jackson, das ist genial. Jackson und Vivian versuchen auf dem Weg zur Stationsleitung dennoch ihr Glück und suchen erfolglos nach auffälligen Herumtreibern. Es wäre auch zu einfach gewesen, hätten sie die Attentäter sofort gefunden. Ich hatte eigentlich eine stärkere Sicherheit erwartet. Da kann ja jeder in den Aufzug steigen und zur Stationsleitung hochfahren. Ich glaube nicht, dass es so leicht ist, wie es gerade aussieht. Du meinst, sie erwarten uns oben? Ja, das denke ich. Bitte lass mich zuerst aussteigen, so gerne ich dir den Vortritt lasse, aber dieses Mal nicht. Du hattest recht. Gibt es ein Problem? Sie sind Hunter Jackson, Delta Sigma 4669. Ja, da bin ich. Erklären Sie mir, was los ist. Was wollen Sie in der Stationsleitung? Ich begleite Vivian Virgo als Security. Meine Klientin möchte eine Handelserlaubnis für Jagdgewehre und die gibt bekanntlich nur der Stationsleiter aus. Oder bin ich falsch informiert? In Ordnung. Ich rufe die Assistenz des Commanders. Brown an Assistenz. Am Aufzug sind 2 Personen, die zur Stationsleitung wollen. Ich bin unterwegs. Vivian wurde klar, dass die Attentäter hier niemals weiterkommen würden. Sie vermutete, dass das Attentat nur in der Freizeit des Commanders geschehen konnte. Jetzt galt es herauszufinden, wo der Commander in seiner Freizeit hingeht. Folgen Sie mir bitte. Commander, ich verstehe. Ich werde es schnellstmöglich umsetzen. Commander. Major. Commander, im Korridor warten 2 Zivilisten. Sie brauchen von Ihnen eine persönliche Genehmigung zum Kauf von Waffen. Schicken Sie die beiden herein. Jackson, bist du es wirklich? Ja, Tom. Die Galaxie ist nicht groß genug für uns beide. Tom, darf ich dir eine Freundin von mir vorstellen? Das ist Vivian Virgo. Sie möchte eine Genehmigung von dir zum Kauf von Jagdgewehren. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Miss Virgo. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Commander. Setzen wir uns doch. Wir müssen das nicht im Stehen besprechen. Ich bin neugierig, Jackson. Du arbeitest jetzt freiberuflich? Ja, das hat sich so ergeben. Ich habe Vivian kennengelernt, als ich auf der Suche nach einer zivilisierteren Tätigkeit als meine letzte war. Miss Virgo, ich kenne Jackson schon sehr lange. Trotz ihrer weiblichen Erscheinung müssen Sie etwas auf dem Kasten haben, das ihn beeindruckt. Davon dürfen Sie ausgehen, Commander Clark. Sie sind eine Freundin von Jackson und gehören so quasi mit zur Familie. Nennen Sie mich Tom. Zu welcher Familie? Zur großen Familie der Soldaten. Oh, ich verstehe. Danke, Commander Tom. Dann nennen Sie mich Vivian. Wegen deinem Anliegen, von welchen Waffen sprechen wir und von welcher Stückzahl? Ich möchte für die Jäger auf Antara Jagdgewehre mit großer Reichweite und die dazugehörende Munition. Ich hatte zuerst an eine Stückzahl von 30 gedacht. Sollte sich der Handel lohnen, würden es vielleicht mehr werden. Jagdgewehre mit großer Reichweite, das nenne ich Scharfschützengewehre. Natürlich werde ich nicht die neuesten anbieten, das versteht sich von selbst. Ausgemusterte, voll funktionsfähige, darüber lässt sich reden. Etwas anderes hatte ich auch nicht erwartet. Damit soll nur gejagt werden und nicht gekämpft. Dann sind wir uns einig. Ich muss sehen, wie viel ich auf Lager habe oder wie viel ich besorgen kann. Ihr werdet also noch ein paar Tage auf der Station bleiben müssen. Wenn ihr ein gutes Lokal sucht, dann empfehle ich euch das Stardust. Faire Preise, gutes Essen und nette Bedienung. Außerdem esse ich jeden Abend dort selbst. Das trifft sich doch gut.
Ich nehme an, bis heute Abend weißt du, wie viel Gewehre du uns anbieten kannst. Ja, ich denke, das bekomme ich hin. Das wäre fantastisch. Hast du gewusst, dass Tom Clark die Station leitet? Nein, das wusste ich nicht. Dass er ein Sorianer ist, das wusste ich. Aber ich nehme das jetzt sehr persönlich. Was ich gut verstehen kann. Wir können auf der anderen Seite nicht einfach drei Rumtreiber dingfest machen, nur weil sie bessere Schuhe haben als die meisten. Aber eines wissen wir mit Gewissheit. Auf dem Weg oder im Stardust wird es passieren. So sehe ich das auch. Ich weiß, wir müssen ihnen irgendwie eine Falle stellen. Fakt ist, sie brauchen einen Key, um auf ihr Schiff zu kommen. Normalerweise wird jeder überprüft, der auf die Station kommt. Wie würdest du es anstellen, um nicht geprüft zu werden? Das geht nur in einem Frachtcontainer. Und dann auch nur, wenn in der Frachtgutabteilung jemand mitmacht. Was sagt unser Timer? Wir haben noch genau 2000 Parsec Zeit. Wie bist du damals vorgegangen, wenn du deine Aufträge erledigt hast? Ich habe mich eingerichtet und dann in Ruhe gewartet, bis der Moment gekommen war. Allerdings ging es nie um ein Attentat in der Form. Du brauchtest also auf jeden Fall ein Versteck, damit du nicht gefunden wirst. Wenn drei Typen ständig auf dem Weg herumlungern, fällt das auf. Der einzige Ort, wo es nicht auffällt, ist ein Lokal oder eine Bar. Ich denke, dort finden wir sie. Wie kommen wir jetzt unbemerkt an sie heran? Wenn sie meinen Arm sehen, ist die Überraschung vorbei. Ich müsste ganz nahe an sie herankommen. Aber so, dass sie keinen Verdacht schöpfen. Kannst du sie ausspionieren, ohne entdeckt zu werden? Gefällt mir, was du vorhast? Ich denke nicht. Aber wir wissen beide, es gibt keinen anderen Weg. Vivian musste alleine an sie heran, doch in ihrer derzeitigen Aufmachung würde sie von den Attentätern sofort als eines ihresgleichen erkannt werden. Sie brauchte also sehr schnell eine glaubwürdige Verkleidung. Wir dürfen also gespannt sein, was Vivian eingefallen ist. Jackson, was hast du herausgefunden? Wow, dass dir ein Kleid sehr gut steht. Ach, du meinst unsere drei neuen Freunde? Das sind definitiv Militär. Der links an der Bar hat ständig den Eingang im Blick. Die Bedienung verhält sich auch nicht normal. Ich denke, dass der in der Mitte sie mit einer Waffe bedroht. Der rechts außen greift immer wieder in seine rechte Manteltasche. Ich schätze mal, du hast maximal 3 Sekunden Zeit. Ich habe eine Schockwaffe organisieren können. Tot geben sie keine Information mehr her. Schließlich will ich wissen, wer die undichte Stelle in der Cargo-Abteilung ist. Dann los. Sie wollen Tom töten. Du musst das verhindern. Hast du verstanden? Sie wollen Tom töten. Sie wollten. Aber dann warst du plötzlich da. Mach dir keine Sorgen, es ist vorbei. Tom und du, ihr seid in Sicherheit. Ich kümmere mich um sie. Ja, das tust du. Ich werde dir nichts verraten. Deine Verhörmethoden ziehen bei mir nicht. Du tust mir leid, ich habe hier nicht das Sagen. Das hat Schwester Tod. Sie spritzt dir ihren Spinneneier-Cocktail und wartet, bis die Dinger in dir wachsen. Ich habe schon Kerle, die größer als du waren, wie Babys weinen sehen. Das ist nicht wahr. Hallo, mein Süßer. Für dich habe ich eine Vitaminspritze, du wirkst so blass. Bitte lass die Spritze weg. Ich rede. Bitte keine Spritze. Bist du sicher? Ich finde, du brauchst eine. Bitte nicht. Frag mich, was du wissen willst. Ich sag dir alles. Interessant, dann lass mal hören. Ich arbeite für die Trerillianische Regierung. Halt nein, ich hatte für die Trerillianische Regierung gearbeitet. Bitte keine Spritze. Du solltest weg, damit Warn Roger hier auf der Station die Leitung bekommt. Dann hätten wir surianische Waffen abgreifen können. Wer aus der Cargo-Abteilung arbeitet mit euch zusammen? Jack Mayers und Martin Jenks. Mehr weiß ich nicht.
Bitte keine Spritze, bitte. Du warst ein braver Junge. Eigentlich schade, ich hatte für dich ein verbessertes Rezept angefertigt. Ich verstehe nicht ganz. Tom, das ist ein Insider-Witz zwischen Vivian und mir. Jack Mayers und Martin Janks haben gestanden. Ich habe, wie Sie befohlen haben, die zivile Frachtgutabfertigung geschlossen. Ab jetzt wird die Fracht vom Militär erledigt. Die Logistikabteilung wurde um rund 50 Mann erweitert. Warren Roger wurde von der Militärpolizei festgesetzt. Zuerst hatte er sich heftig gewehrt und hat dabei einen Mann verletzt. Er gab dann allerdings sofort auf, als eine Krankenschwester auftauchte. Faselt er dann ständig etwas, von er möchte keine Spritze. Einen weiteren terrilianischen Agenten konnten wir bis jetzt nicht ausmachen. Danke, Major Anderson. Vivian, hatte nicht derjenige, der so redselig war, Angst vor einer Spritze? Erklär mir das bitte nochmal, was habt ihr mit ihnen gemacht? Das war eigentlich nur etwas Psychologie. Jackson hat sich neben ihn gesetzt, dann hat er ihm erklärt, dass er nichts zu sagen hat, sondern dass Schwester Tod das Sagen hat. Dann hat er ihm das Märchen erzählt, dass ich ihm eine Spritze mit Spinneneiern injiziere und dann abwarte, bis sie bei ihm wachsen. Jackson, ich wusste gar nicht, dass du ein so schauspielerisches Talent hast. Das muss sich ja unter den Gefangenen wie ein Lauffeuer verbreitet haben. Bei der ganzen Sache habe ich etwas festgestellt. Daisy mag dich sehr, Tom. Vielleicht solltest du mit ihr einmal ins Restaurant essen gehen. Wir würden diese Unterhaltung jetzt nicht führen können, wenn du und Jackson nicht gewesen wärt. Natürlich habe ich dem Oberkommando berichtet, was passiert ist und was ihr vereitelt habt. Ich wurde gebeten, euch einen Vorschlag zu machen. Euer Schiff wird auf surianischen Militärstandard gebracht. Ihr bekommt die Berechtigung, wenn ihr Hilfe braucht, ein surianisches Militärschiff um Hilfe bitten zu dürfen. Die Kampfschiffe haben alle die Order, euch sofort zu helfen, wenn ihr Hilfe braucht. Danke, ich bin sprachlos. Wie lange sitzen wir dann hier fest? Dank unserer Replikator-Technologie einen Zyklus. Wer weiß, vielleicht wirst du noch sesshaft. Einen Zyklus später. Nach dem Update ist die Vergo immer noch ein kleiner Frachter, aber jetzt verfügt sie über die überlegene Schildtechnologie der Sur. Zudem wurde ihre Rumpfpanzerung um das Fünffache verstärkt, was extrem schnelle atmosphärische Landungen ermöglicht. Nicht zu vergessen ist die surianische Bewaffnung der neuen Vergo, mit der sie es nun mit jedem Piratenschiff aufnehmen kann. Die Vergo ist nun in der Lage, mit vierfacher Hyperdrive-Geschwindigkeit zu fliegen, was ihre normale Reichweite erheblich verbessert.